Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Curious Expedition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, einfach werden wir es auf jeden Fall nicht haben. Auch wenn wir ein geheimes Land zur Auswahl haben, das wir auch benutzen werden. Aber wir haben kaum Leute. Du möchtest einen Pelz. So möchte ihren vermissten Ehemann, den werden wir aber nicht suchen. Wir hatten schon genügend Spaß mit Kannibalen. Ein Übersetzer oder ein Maler? Toll. Dann nehmen wir den Übersetzer. Ich hatte eigentlich eher auf Timster und Lewis gehofft. Tierverbesserung. Wir haben kein Tier zu verbessern. Geld haben wir tonnenweise. So, damit sind unsere zusätzlichen Ausrüstungsslots eigentlich voll. Eigentlich würde ich ja gerne mehr mitnehmen, aber wir müssen erstmal irgendwo Leute herkriegen. Ansonsten haben wir praktisch keine Chance. Okay, mit dem Dynamit sind wir wenigstens ganz gut aufgestellt. Was die Fähigkeiten angeht, naja, es könnte idealer sein. Wir haben 200 Pfund übrig. Was machen wir mit zusätzlichen 200 Pfund? Ist da was? Wir lassen ein bisschen was Schokolade im Schiff. Und Munition. Falls wir es aus irgendeinem Grund schaffen sollten, wieder zum Schiff zurückzukehren. Eieiei, so schwierige Startvoraussetzungen hatte ich für Expedition 6 noch schon lange nicht mehr. Aber hey, wenn es jedes Mal glatt läuft, ist doch keine Herausforderung da und dann... Ja, er braucht wieder extrem lange. Ja, wir haben ja schon gesehen, es endet nicht immer in einem Absturz, sondern... Hin und wieder dauert es einfach mal. Gut, schauen wir mal. Wir werden also auf jeden Fall eine Menge Zeug im Schiff zurücklassen. Hoffen wir, dass wir möglichst nah an einem Dorf rauskommen, wo wir jemanden anheuern können. Mit den Glasperlen sollten wir uns ja gute Laune bei den Eingeborenen kaufen können. Eieiei. Natürlich dauert es wieder. Ich vermute mal, das wird demnächst auch irgendwann geklärt werden. Ich vermute, dass die Kraterkartenumgebung mit dem per Schiff ankommen nicht so gut funktioniert. Dafür wäre natürlich eine schöne Lösung, zum Beispiel als alternative Reisemöglichkeit ein Zeppelin zu wählen. Ja, das könnte auch auf der Karte weiter bleiben. Es würde nur halt bedeuten, dass man da zum Beispiel auch weniger Frachtraum hätte. Alternativ wäre auch eine schöne Möglichkeit, direkt zu Anfang erstmal für Geld auswählen zu können. Nehme ich ein ganz normales Schiff, nehme ich ein großes Schiff oder ein Zeppelin. Da fallen mir noch direkt viel mehr Möglichkeiten ein. Aber sei es drum, ich bin nicht der Entwickler, ich bin nur ein begeisterter Spieler. Ich sollte das aber vielleicht trotzdem unter Vorschläge posten. Das klingt sehr lustig und gerade mit den Shops haben sich die Entwickler ja durchaus auch unter die Arme greifen lassen. Ich meine, ich war ja nicht der Einzige, der das gepostet hat, aber es ist immer ein gutes Gefühl mitzubekommen, dass Entwickler auf die Spieler auch hören. Und bei dem Spiel, ich kann es einfach nicht anders ausdrücken, ne? Die Entwickler sind einfach immer absolut auf dem Sprung und wenn es irgendwo einen Bug gibt, der ein Problem darstellt, der wird in 0, nichts behoben. Ja, ansonsten, vielleicht muss ich dem Spiel drohen, dass ich abbreche, aber ich glaube nicht, dass das Spiel mich versteht.
Wisst ihr was? Ich pausiere jetzt die Aufzeichnung, dann wird es wenigstens für euch nicht so langweilig. Und natürlich, kaum hatte ich die Aufzeichnung pausiert, fing es schon an. Schiffsladeraum. Das rein, das rein, das rein. Komm, das rein. Und den Rest nehmen wir mit. Eieiei. Und seht mal, was für einen guten Anfang wir erwischt haben. Wieso zählen wir immer noch als überladen? So. Vier, fünf. Wir sind nicht mehr überladen. So, jetzt sind wir nicht mehr überladen. Das wird wahrscheinlich auch früher oder später geändert werden. Wir haben keine Fackeln. Okay, hier gibt es ein Siegel. Dem versuchen wir aus dem Weg zu gehen. Was wir wahrscheinlich nicht schaffen werden. So, mal sehen. Großartig, so wie das Schiff liegt, werden wir da nie wieder drankommen. Ein bisschen mehr Überblick. Wir bräuchten ein eingeborenen Dorf oder irgendwas in der Richtung. Damit wir uns mehr Leute holen können, damit unsere Chancen überhaupt existent bleiben, irgendwas zu bekommen. Und das Schlimme ist, wir brauchen ja einiges. Wir sind ja punktemäßig schon extrem weit hinten dran. Eine Triceratopsherde. Das ist schön. Das ist ein Sklavenhändler. Wollen wir uns überhaupt das Risiko mit dem Tempel geben? Momentan eigentlich. Obwohl. So. Zwei hier. Einer davon ist der. Sklavenhändler. Was wir versuchen werden. Das ist eigentlich auch schon Selbstmord. Wir werden uns den Sklavenhändler vornehmen. Und bei dem versuchen. 25, ja?
Schade, lässt er sich nicht drauf ein. Okay. Ach, sie hat noch einen Lebenspunkt übrig, das ist schön. Du hast noch 8. Okay, dann. Nee, dann machen wir es lieber so. Eigentlich eine Menge wert sein. Bricht natürlich nicht rechtzeitig ab. Karte analysieren. Oh, toll. Also, es fing ja schon mit schlechten Vorzeichen an. Ja. Ein Krieger, ein Scout, ein Schamanen. Krieger hilft uns mit etwas größerer Chance. Dazu. Na, wir wissen ja eigentlich schon, was er so zum Handeln hat. So, und jetzt müssten wir eigentlich zum Schiff zurück und das restliche Zeug holen. Dafür müssten wir natürlich durch all diese Tiere durch. Hätten wir Geld für noch eine Einheit? Wäre eine interessante Frage, nicht wahr? Und wenn wir bis hierhin kommen, hätten wir zwar die Macheten, die Seile und die Schokolade. Aber was hätten wir davon? Weil mit der Schokolade kommen wir gerade wieder bis hierhin. Was wir bräuchten, wäre ein Soldat, mit dessen Hilfe wir durch Kämpfen wieder geistige Stabilität ansammeln können. So, 2x18, ja. Wobei, dann doch lieber diese Kombination. Ein Flankenangriff. Naja, einen Kopfstoß kriegen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Das wird ganz übel enden. Sechs und du hast noch 9.
Tja. Zu schade. Guter Tipp. Unseren Stand mit den Eingeborenen verbessern. Es war ein schwieriger Start und wir haben es sogar weiter geschafft, als ich gedacht hatte. Aber mit so einem schwierigen Anfang, mit einem Kannibalen im Team, der dauernd die einzelnen Teammitglieder auffuttert und dann auch noch so einem Ereignis, dass man, weil man den einzigen Lastesel nicht essen will, alle Teammitglieder verliert. Das ist natürlich kein gutes Vorzeichen. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben. Wir probieren es beim nächsten Mal nochmal. Und zwar wahrscheinlich auch mit demselben Charakter. Ich danke euch in jedem Fall, dass ihr mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen gewesen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.